Ich möchte euch ganz, ganz herzlich zum Weihnachtstag-Gottesdienst begrüßen. Schön seid ihr hier, schön nehmt ihr euch Zeit an diesem Tag, wo wir am Abend dann wirklich gemeinsam jeweils in der Familie feiern dürfen. Jesus Christus kam vor 2016 Jahren auf die Welt für uns, um uns zu erlösen. Praise the Lord. Ich möchte für Saat und Ernte noch ein Zeugnis abgeben, das weiß Pastor Erich auch noch nicht, aber es ist Good News. Sehr gute News. Ihr habt festgestellt, dass wir nur einen Beamer in Aktion haben. Letzten Sonntag hatten wir Ansage gemacht, wir müssen zwei neue Beamer kaufen, da gibt es keine Ersatzteile mehr, das Lebensende ist erreicht, dieser Beamer. Und das sind leider keine Wohnzimmer-Beamer. Die kosten nicht nur 600 Franken, sondern die kosten eben, wenn man sie neu kauft, über 24.000 Franken. Und wir haben bestellt zwei Beamer für 19.000 Franken, das haben wir angesagt. Am letzten Donnerstag ist unser Multimedia-Spezialist die Beamer holen gegangen. Und dann hat der Lieferant gesagt, ich gebe dir nur einen Beamer mit. Dann hat er gedacht, ja, wieso? Wir haben zwei bestellt. Ja, der andere Beamer, der hat einen roten Punkt auf der Projektion und das kann ich dir nicht mitgeben, das ist kein guter Beamer. Und dann kam der Außendienstmitarbeiter Panasonic vorbei und dann hat unser Multimedia-Spezialist sein Leid geklagt, hat gesagt, ja, wir haben da Beamer und kosten sehr viel und wir haben gerade Lampen gekauft und das ist doch wirklich den Kunden über den Tisch gezogen. Also er hat ziemlich klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dem Außendienstmitarbeiter, dass das eigentlich nicht fair ist. Und dann sagte der Außendienstmitarbeiter, ja, jetzt bestelle ich gleich einen neuen Beamer. Der hat nicht 80 Stunden, ist ein Occasion-Beamer, nicht 80 Stunden drauf, sondern 60 Stunden drauf, anstatt diesen mit dem roten Punkt. Und jetzt kommt das Tüpfchen auf dem i. Dann sagt er, aber diesen Beamer da, den kann ich gar nicht mehr brauchen. Und dann sagt er, okay, wollt ihr den? Und dann sagt er, unser Multimedia-Spezialist, selbstverständlich, den nehme ich gern. Jetzt haben wir drei Beamer. Halleluja. Das ist Gottes Segen. So ist er, so gut ist er, dass er uns jetzt sogar mit drei Beamer ausgestattet hat. Und wir haben Ersatzteile für die nächsten 10 Jahre. Wenn ein Beamer aussteigt und so, sind wir ausgerüstet. Und obendrauf hat der Außendienstmitarbeiter uns gleich noch zwei Ersatzlampen geschenkt. Also, und die kosten auch viel. Also so ist Gottes Gunst. Also das ist Gnade wirklich pur. Praise the Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the Praise the Lord. Amen. Weihnachten ist ein Tag der Freude, stimmt's? Und Kinder sind so simpel, so einfach und sie machen uns so sehr Freude. Einfach aufgrund von ihrer Einfachheit. Und genau so ist Jesus. Jesus ist nicht kompliziert, stimmt's? Jesus ist nicht kompliziert, Jesus ist nicht schwierig. Jesus ist ganz einfach, dass Kinder ihn liebten. Amen. Weißt du, was Kinder spürten, als sie auf dem Schoß Jesu saßen? Sie spürten seine Liebe. Sie spürten seine Zuneigung. Und das ist über das, was wir reden in den letzten Wochen. Der Herr sagte, werdet selbst wie die Kinder. Was bedeutet das? Die Liebe Gottes zu erkennen in unserem Leben. Die Liebe Gottes, der Liebe Gottes zu glauben. Preis dem Herrn, ist das Höchste, das es gibt. Denn wir haben seine Liebe erkannt und wir haben seine Liebe geglaubt. Hast du gewusst, dass Liebe kam auf diese Erde? Liebe kam vom Himmel auf diese Erde und deswegen ist unsere zu ihm aufsteigende Liebe niemals größer als die vom Himmel herabgestiegene Liebe. Die herabgestiegene Liebe ist immer größer als die aufsteigende Liebe von uns. Amen. Deswegen, die erste Liebe hat er immer zu uns.
Die erste Liebe verliert er niemals für uns. Denn hinabgestiegene Liebe ist größer als aufsteigende Liebe. Preis dem Herrn. Liebe ist geworden, Liebe ist gekommen und Liebe hat sich uns gezeigt. Deswegen haben wir in den letzten Wochen gesehen, dass Liebe ist eine Person. Liebe ist kein Thema. Amen. Liebe ist kein Thema. Liebe, love is a person. Weil Liebe zu uns gekommen ist. Aber wir wollen heute noch miteinander genauer anschauen, dass Liebe eine Person ist. Und ich möchte zuerst ein paar Bibelstellen lesen. Und wir werden sie in einem Zug, eine nach dem anderen, durchlesen. Und wir werden eine Verheißung darin sehen, in all diesen Stellen. Okay? Und ich möchte, dass du den wiederkehrenden Gedanken findest. Ich glaube, das ist nicht allzu schwer. Okay? Und denn wenn wir diesen wiederkehrenden Gedanken, wenn wir diese wiederkehrende Verheißung finden, werden wir heute etwas Großartiges entdecken, was mit Gottes Liebe zu tun hat und weswegen wir heute auch Weihnachten feiern. Okay? Bist du bereit? Einfach ein paar Bibelstellen mit mir durchzugehen. Also jetzt nicht einschlafen, sondern einfach durchhalten, weil es sind 12 Stellen. Preis dem Herrn. Heute ist nicht der Tag, wo man möglichst wenig Bibelstellen bringt, sondern heute ist der Tag, wo wir die Verheißung erkennen wollen. Okay? Ready? Lass uns anfangen mit 1. Mose 39 und Vers 2. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Hause seines ägyptischen Herrn bleiben. Nächster Vers. 1. Mose 39, Vers 21. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Nächster. Der Kerkermeister, Vers 23, kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm. Amen. Und ließ ihm alles gelingen. Nächster Vers. Josua 6, Vers 27. Und der Herr war mit Josua. Klingelt's? Und die Kunde von ihm verbreitete sich im ganzen Land. Nächster Vers. Richter 1, Vers 19. Und der Herr war mit Juda, sodass er das Bergland eroberte. Aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Nächster Vers. Richter 1, 22. Auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel. Und der Herr war mit ihnen. Amen. Nächster Vers. 1. Samuel 3, Vers 19. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm, preist dem Herrn, und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Nächster Vers. 1. Samuel 18, 14. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen und der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Nächster. 2. Samuel 5, Vers 10. Und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott, der Heerscharen war mit ihm. War mit ihm, preist dem Herrn. 2. Könige 18, Vers 7. Und der Herr war mit ihm. Nächster Vers. 1. Chronik 9, Vers 20. Und Pineas, der Sohn Eleazars, war vor Zeiten Fürst über sie. Denn der Herr war mit ihm. Amen. Und 2. Chronik 17, Vers 3. Und der Herr war mit Josaphat. Halleluja. Denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf. Preis dem Herrn. Und jetzt Matthäus 1 und Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, denn das heißt, übersetzt, Gott ist mit uns. Halleluja. Das ist Weihnachten. Das ist die Geburt von Jesus. Und Jesus ist nicht der einzige Name von Jesus. Sein Name ist Immanuel. Und wir haben gesehen, anhand von etwa 12 Versen im Alten Testament, dass Gott mit ihnen war. Wenn wir das gelesen haben, ist nicht auch der Wunsch in dir hochgekommen,
Oh, ich wünschte, der Herr wäre auch mit mir. Als du das so gelesen hast, all die Dinge, die sie taten, all die großen Ereignisse, die passierten, taten sie, weil was? Der Herr mit ihnen war. Heute Morgen reden wir über, der Herr ist mit dir. Ein Retter ist uns geboren. Sein Name ist Immanuel. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit dir. Halleluja. Und der Retter wurde geboren. Immanuel ist geboren, damit Gott mit uns ist und nicht gegen uns. Gott wird nie gegen dich sein. Gott wird dafür immer mit dir sein. Und das ist eine Verheißung, die im Alten Testament war sie an Bedingungen geknüpft. Im Neuen Testament ist die Verheißung eine Person. Im Alten Testament war sie an die Bedingungen des Gesetzes geknüpft. Im Neuen Testament ist sie an die Bedingung der Geburt geknüpft. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jeder einzelne Vers, den wir gelesen haben, ist für uns völlig bedingungslos, unabhängig von uns, weil eine Person geboren wurde. Und seit der Geburt von dieser Person ist der Herr mit uns. Deswegen kann er sagen, ich werde dich niemals mehr versäumen noch verlassen, weil Immanuel geboren wurde. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und Gott hat keinen Richter in die Welt gesandt, sondern einen Retter. Amen. Ein Retter ist uns geboren worden. Das war das Thema vom letzten Sonntag. Nicht ein Richter. Ein Retter ist uns geboren worden. Gott mit uns und kein Gesetzesgeber. Jesus kam nicht in die Welt, um uns Gesetze zu bringen. Jesus kam nicht in die Welt als Gesetzesgeber. Er wurde niemals als Gesetzesgeber geboren. Jesus kam in die Welt, um uns zu retten. Jesus kam in die Welt, um uns zu erlösen. Immanuel ist nicht mit uns, um uns zu richten. Hörst du mir zu? Gott mit uns, er ist nicht mit uns, um uns zu richten. Immanuel mit uns, er ist mit uns, um uns zu retten. Halleluja. Das ist Weihnachten. Ein Retter ist geboren, nicht ein Richter. Und er ist mit dir jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, um dich immer wieder neu zu retten. In all den Situationen, wo du dich hineinbegibst, wo du besser draußen geblieben wärst, wo du besser die Finger davon gelassen hättest. Der Herr ist geboren, um mit dir zu sein, damit er dich immer wieder retten kann. Und wenn ich das Wort retten meine, dann ist es allumfassend. Wir werden einmal gerettet von unserer geistlichen Finsternis, vom geistlichen Tod. Das ist eine einmalige Rettung. Aber das griechische Wort für Rettung beinhaltet auch Rettung aus Nöten, Rettung aus Ängsten, Rettung aus Krankheiten, Rettungen im täglichen Leben. Und deswegen ist Immanuel da. Gott ist da, um dich immer wieder zu retten. Gott ist nicht gekommen, um dich immer wieder zu richten. Das ist sein Name. Das, was sie im Alten Testament zeitweise, teilweise und auf einigen Leuten hatten, nicht auf jedem oder auf allem, ist heute auf jedem, der Immanuel kennt. Auf jedem, der Jesus als Retter angenommen hat. Siehst du, unter dem Alten Bund war das an Bedingungen geknüpft. Und wir sehen das im 1. Samuel, im 18. Kapitel und im Vers 12. Dort sehen wir den Unterschied zwischen David und Saul.
Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, mit David, das wissen wir. Aber von Saul war er gewichen. Zwei Menschen. Der eine ist jetzt noch König, Saul. Aber du kennst die Geschichte von Saul, er wurde vor Gott verworfen. Und deswegen sagt uns die Bibel, der Herr ist von Saul, das mit ihm zu sein, ist von Saul gewichen. Denn der Herr war mit David. Und wenn das Leute heute lesen, oftmals denken sie, hoffentlich passiert mir das nicht. Hoffentlich bin ich nicht ein neutestamentlicher Saul. Ich möchte ein David sein und nicht ein Saul. Und sie fürchten sich davor, dass Gott sie verlassen könnte oder von ihnen weicht oder nicht mehr mit ihnen ist. Ich habe Good News. Genau deswegen ist Emmanuel gekommen, dass das nie mehr passiert. Emmanuel kam, und wenn jemand geboren wurde, dann ist dies geschehen. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die übernatürlichste Geburt, die je geschehen ist, ist die von Jesus. Die übernatürlich gewollteste Geburt ist die von Jesus. Deswegen war sie übernatürlich. Deswegen war sie nicht natürlich. Denn diese ist so ewig und unvergänglich wie keine andere. Sie ist unique, sie ist einmalig. Und weil sie so einmalig ist, ist Jesus immer mit uns. Jesus wird uns nie mehr verlassen. Gott mit ihm wird permanenter Zustand in deinem Leben sein. Wegen der übernatürlichen Geburt, der jungfräulichen Geburt von Jesus. Jesus war kein Unfall. Amen. Manchmal hört man, oh, es ist ein Unfall gewesen. Und jetzt ist sie da oder jetzt ist er da. Jesus war kein Unfall. Jesus war kein Zufall. Jesus war gewollt, damit Gott immer mit seinen Söhnen und Töchtern sein kann. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ein Name genügt. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es bei sein Name ist Jesus, Yeshua, Retter geblieben. Aber der Retter, der geboren wurde, ist immer mit uns. Halleluja. Gott wird dich niemals mehr verlassen, weil Immanuel geboren wurde. Und das Geheimnis im Judentum und im hebräischen Gedankengut ist folgendes. Dass wenn sie realisierten, dass Gott mit ihnen ist, dann hätten sie die Gewissheit, dass alle ihre Unternehmungen Erfolg haben würden. Und genau das siehst du in der Heiligen Schrift. Das siehst du in der Geschichte des Volkes Israels. Im hebräischen Gedankengut ist Gott mit uns bedeutet, alle unsere Unternehmungen gelingen. Selbst wenn das Volk in der Unterzahl war und einer Militärmacht, die weit in der Überzahl war, entgegenstand und sie wussten, Gott war mit uns, dann wussten sie, dass sie nicht unterlegen würden. Sie würden diese Schlacht nicht verlieren. Das ging so weit, dass sie um Jericho zogen und stell dir vor, ein Jubelschrei, ein Jubelruf reichte, damit die Mauern fielen. Das reicht normal nicht. Hörst du mir zu? Was war der Grund, dass die Mauern fielen? Nicht ihr Jubel, Gott war mit ihnen. Das war der Grund, weswegen Mauern einer ganzen Stadt einfielen. Weil Gott mit ihnen, es war nicht so, weil die anderen, ihre Feinde, die Mauern zu schlecht gebaut hatten. Der Kitt und der Mörtel schon alt war.
und brüchig war. Der Sieg hatten sie, weil Gott mit ihnen war. Josaphat, als er in den Krieg zog, wusste er, Gott war mit ihm. Sie waren so oftmals in der Unterzahl. Und das war der Grund, weswegen sie immer den Sieg davon trugen. Im hebräischen Gedankengut, im hebräischen Mindset, ist es eindeutig so, dass jeder, der weiß, dass Gott mit ihm ist, wird Erfolg haben. Deswegen war Josef erfolgreich. Josef hatte Gott mit sich. Und Josef in all seinen Unternehmungen hatte Erfolg. Was für ein Beispiel für Jesus. Josef ist der stärkste Typus, das stärkste Bild von Jesus im Alten Testament. Immanuel, Gott mit uns. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Dass wenn wir verstehen, dass Gott nicht mit uns ist, um uns zu richten oder uns ständig auf unsere Fehler aufmerksam zu machen oder uns ständig unsere Versagen vor Augen zu halten, sondern dass wir, wenn wir realisieren, Gott mit uns ist, um uns zu helfen, zu unterstützen, zu assistieren, zu segnen und Situationen umzukehren, die ausweglos erscheinen, dann haben wir das richtige Mindset. Dann haben wir das Mindset, das Menschen hatten, die ganze Armeen überwunden hatten. Dann haben wir dasselbe Mindset, wie die Personen und Menschen hatten, die gen Himmel schauten und sagten, Sonne, steh still. Boom. Halleluja. Eigentlich stand die Erde still. Dann haben wir dieses Mindset von Menschen wie Josef, die Gunst und Gnade hatten. Sie wussten, das ist mit uns. Gunst ist mit uns, Gnade ist für uns da, weil Gott mit uns ist. Gott ist mit dir, um dir zu helfen, nicht um dich zu verurteilen. Ein Retter ist geboren, kein Richter. Er hat zwei Namen, Jesus und Immanuel. Er hat mehr Namen, selbstverständlich, aber auf diese zwei konzentrieren wir uns heute. Jesus, Yeshua, Retter, Immanuel mit uns. Der Retter ist mit uns. Halleluja. Mit uns ist der, der ständig rettet. Denn das Wort Immanuel setzt sich aus drei Teilen zusammen. Im, Nu und El. Das sind die drei hebräischen Teile, die sich aus Immanuel zusammensetzen. Im, Nu und El. Mit uns, El. Mit uns, Gott. Halleluja. Das ist, was Immanuel bedeutet. Freunde, jede der 12 Stellen, die wir gelesen haben, Gott mit ihnen, ist ein Bild von der Geburt Jesu. Halleluja. Jede der 12 Stellen, die wir gesehen und gelesen haben, in Verbindung mit Gott war mit ihm. Und Gott war mit ihnen, ist ein Bild von Jesu Geburt. Das, was du und ich heute feiern. Preis dem Herrn. Denn die Finalität im Ganzen ist, Gott wurde Mensch. Und weil er Mensch wurde, ist er mit uns. Preis dem Herrn. Es kann uns nie mehr passieren, es kann dir nie mehr passieren, dass er gegen dich ist. Oder dass er da ist, um dich zu verurteilen und zu richten. Er ist da, um dir zu helfen und dich zu retten. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das sehen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Gesetz Mose und der Gnade von Jesus Christus. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Das, was verurteilte, das, was richtete,
Das, was Fluch auslöste, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Auf der einen Seite hat er es erfüllt bis zum letzten i-Tüpfelchen. Und auf der anderen Seite hat Jesus das Gesetz auch im Brechen des Gesetzes erfüllt. Das ist unser Teil, weil wir es ständig gebrochen haben. Denn als er am Kreuz hing, als er am Holz hing, heißt es, jeder, der am Holz hängt, wird zum Fluch. Dort hat er das Brechen des Gesetzes erfüllt, den Teil des Brechens. Also somit hat Jesus nicht nur den einhaltenden Teil, jedes der 613 Gebote, jedes der 10 Gebote zu halten, eingehalten und erfüllt. Er hat auch den brechenden Teil hat er erfüllt, der von unserer Seite aus getan wird. Deswegen kann es nur noch Immanuel sein. Gott mit uns, nie mehr Gott gegen dich, weil Jesus am Kreuz dein Bruch des Gesetzes, dein Nicht-Einhalten des Gesetzes, dieser Fluch auf sich selbst nahm. Halleluja. Und was bleibt ist Grace. Das ist, was bleibt. Gottes Gnade ist, was bleibt. Der neue Bund ist, was bleibt. Deswegen beginnt der neue Bund nicht in Matthäus 1. Ich habe es schon oftmals gesagt, für all die, die es das erste Mal hören. Der neue Bund der Gnade beginnt nicht auf der ersten Seite des Neuen Testaments. Das wäre Matthäus 1. Der neue Bund der Gnade beginnt bei Matthäus 27, als Jesus am Kreuz starb. Dort beginnt der neue Bund der Gnade. Dort beginnt die Gerechtigkeit. Halleluja. Dort beginnt das Neue Testament. Das Neue Testament ist ein Testament. Und ein Testament setzt dann ein, wenn eine Person stirbt. Stimmt? Mein Testament ist nicht bei meiner Geburt eingesetzt worden. Mein Testament setzt erst in vielen Jahren ein. Ja. Safety. Mein Testament steht nicht bei der Geburt. Ein Testament wird nicht einmal geschrieben bei der Geburt. Ein Testament setzt ein beim Tod. Und genau so ist es mit dem Neuen Testament. Warum glauben alle, dass das Neue Testament an Weihnachten beginnt? Immanuel beginnt an Weihnachten. Gott mit uns, in dieser Erde, auf dieser Erde, der menschgewordene Jesus kommt. Aber du musst verstehen, diese 33 Jahre, die Jesus auf Erden lebte, lebte er, um das Gesetz zu erfüllen. Nicht um das Neue Testament der Gnade 33 Jahre lang zu etablieren. Das Neue Testament wurde am Tag der Pfingsten, das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter des Heiligen Geistes oder der Gemeinde, boom, geschah in einem Augenblick. Die Inauguration geschah in einem Augenblick am Tag zu Pfingsten. Der neue Bund kam, als Jesus starb. Die feierliche Einweihung des neuen Bundes entstand bei Pfingsten. So wie jetzt mit der Präsidentschaft in den USA. Der Präsident ist gewählt, aber die Inauguration findet erst noch statt. Die feierliche Einweihung. Und Jesus starb also. Und das bedeutete, das Testament tritt in Kraft. Das Neue Testament, der neue Bund, kam durch den Tod Jesu in Kraft. Jesus lebte, sagt uns Galater 4, unter das Gesetz getan. Von einer Jungfrau geboren. Die Geburt, die wir heute sehen, ist Jesus unter dem Gesetz. Jesus ganz bewusst unter das Gesetz getan. Von einer Jungfrau geboren und unter das Gesetz getan. Weswegen?
Nicht um Zeit zu vergeuden oder Zeit zu schinden, nein, um es zu erfüllen. Um das Gesetz zu erfüllen. Und zwar beide Seiten. Halleluja. Also der neue Bund beginnt beim Tod. Gnade kommt voll am Tag vom Pfingsten. Und wenn er das Gesetz erfüllt hat, dann brauchst du und ich es nicht mehr zu erfüllen. Denn dazu wurde das Gesetz Mose nie gegeben. Das Gesetz Mose ist dir und mir. Die 10 Gebote sind niemals gegeben worden, um sie einzuhalten oder zu erfüllen. Die 10 Gebote sind dir und mir gegeben worden, um hinzuweisen. Nicht um zu erfüllen, sondern um hinzuweisen, auf Jesus hinzuweisen. Preis dem Herrn. Paulus sagt, das Gesetz ist gegeben als Zuchtmeister, als Hinweiser auf Jesus hin. Das Gesetz hat hingewiesen und der Zweck des Gesetzes ist, dich zu Jesus zu führen. Das ist der Zweck. Und so lange war es der Zweck für Israel. Nicht für uns, verstehst du? Das war die Absicht und der Zweck für das Volk Israel, das Gesetz ist, sie auf Christus hinzuweisen. Nicht für uns. Wir kamen gar nie unter das Gesetz. Siehst du, die heidnische Welt, der wurde nämlich das Gesetz gar nie gegeben. Epheser sagt, dass wir ausgeschlossen waren von den Bündnissen. Fremd den Verheißungen. Mit dem Gesetz hat die heidnische Welt gar nichts zu tun. Das Gesetz ist den Juden gegeben, um auf den Messias hinzuweisen. Das ist der Grund für das Gesetz. Und so kam Jesus, erfüllte es auf beiden Seiten. Einhalten und brechen. Damit die ganze Menschheit erlöst sein kann. Praise the Lord. Jesus kam, um es zu erfüllen. Und das, dazu war es da, um hinzuweisen. Du und ich kamen direkt unter Immanuel. Halleluja. Direkt Gott mit uns. Was für ein Erlöser wir doch haben. Gibt es nicht dieser ganzen Weihnachtszeit einen neuen Sinn? Einen tieferen Sinn als ein Baby in einer Krippe? Denn weißt du, dort, wo die Weihnachtsgeschichte eigentlich beginnt, wir haben es letztes Mal angeschaut, im Lukas im 2. Kapitel. Dort, wo Simeon und Hanna Jesus das Baby sehen. Das war das Thema vom letzten Mal. Simeon ist ein Bild für das Gesetz Mose. Hanna ist ein Bild für den neuen Bund der Gnade. Denn Simeon kommt von Shimon, Schma, von Shama, Schma Israel, höre Israel. Das ist ein Ausdruck für das Gesetz. Hanna kommt von Hanan und Hanan bedeutet im Hebräischen Grace, Gunst. Somit ist Hanna, Anna, Anne, Anna, Johanna, Hannes, Johannes, Hans. Bedeutet alles Gnade. Möchtest fast einen Namen ändern, wenn du... Lass mich Johannes heißen, lass mich Hans heißen, lass mich, praise the Lord. John. John bedeutet alles Gnade. Ha, John Wayne. Gnade Wayne. Was für ein Name. Weißt, by the way, wenn wir schon dabei sind, weißt du, was Erich heißt? Weißt du, was es heißt? Wahrscheinlich weißt du es nicht. Er und ich, ja ganz genau, er und ich. Das ist die geistliche Auslegung. Praise the Lord. Aber er und ich gefällt mir fast besser. Amen. Das ist die geistliche Bedeutung. Amen. Aber Hanna und Simeon,
sind ein Bild von Gnade und Gesetz. Ein Bild von Gnade und Gesetz. Aber wo beginnt eigentlich diese ganze Geschichte? Dort, wo Josef und Maria in den Tempel kommen. Opfer bringen, Turteltauben bringen und in ihrem Schoß trägt Maria das größte Opfer überhaupt. Dort beginnt die Geschichte. Sie kamen in den Tempel, um zu opfern, aber in ihrem Schoß wusste sie nicht, dass sie das größte Opfer überhaupt hatte. Das Opferlamm hatte. Jesus geboren, geopfert worden, damit Gott mit dir sein kann. Amen. Aber Leute, siehst du, Leute sind so religiös geprägt, dass sie sagen, ja, aber Pastor Erich, was war mit Hiob? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ja, der Herr hat mir die Erlösung gegeben und meine Sünde genommen. Amen. Der Herr hat mir Heilung gegeben und meine Krankheiten genommen. Amen. Siehst du, wie religiös geprägt man gewisse Dinge verstehen kann? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Weißt du, was das Problem von Hiob war? Hiob hatte ein großes Problem. Und hör mir gut zu, es war nicht seine Angst. Es war nicht seine Furcht. Es war nicht seine Vermessenheit. Es war nicht seine Arroganz. Es war nicht seine Selbstgerechtigkeit. Sein großes Problem war, er hatte Jesus nicht. Er sah zwar voraus, mein Erlöser lebt. Aber Hiob ist vor dem Kreuz. Deswegen, wann immer du die Bibel interpretierst, die einfachste Regel, um die Bibel richtig zu interpretieren, ist das Geschehnis vor dem Kreuz oder ist es nach dem Kreuz? Vor dem Kreuz ist anders als nach dem Kreuz. Hiob lebte vor dem Kreuz und sein größtes Problem ist, er hatte Jesus nicht. Er hatte Jesus nicht. Schau diese zwei Bilder an. Wenn du zwei Verse in Hiob verstehst, verstehst du das ganze Buch. By the way, die meisten Leute lesen die ersten drei Kapitel und dann reicht es ihnen. Lies das Ende des Buches. Amen. Lies das Ende des Buches. Denn dort kommt die Barmherzigkeit Gottes zum Zug. Übrigens, was das Neue Testament über Hiob sagt, ist, der Herr ist voll großem Erbarmens. Das ist, was das Neue Testament sagt. Also die Person, die Hauptperson, Hiob ist nicht der Held des Buches. Der barmherzige Gott ist der Held. Amen. Aber damit wir Hiob verstehen, musst du zwei Verse verstehen und dann verstehst du den Sinn und den Weg des Buches und du verstehst auch den ganzen Rest. Zwei Dinge musst du verstehen. Und hier sind sie. Hiob, erstes Kapitel, Verse 10 und Verse 11. Der Satan kommt und er steht vor Gott und er spricht mit ihm über Hiob. Gott sei Dank kann das heute nicht mehr passieren. Amen. Denn Jesus hat, nachdem er auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, sein eigenes Blut dargebracht und in Hebräer 9 lesen wir, dass er die himmlischen Regionen gereinigt hat. Was macht Jesus im Himmel reinigend? Der Platz im Himmel, wo Satan stand, wurde verunreinigt. Du sagst, weswegen kann der Kerl überhaupt dort stehen? Was ist der Grund, dass der Kerl überhaupt vor Gott kommen kann mit den Gottessöhnen und Hiob anklagen kann? Weil Adam dort hätte stehen sollen. Der Platz, an dem Hiob stand, der Ort, den Hiob einnahm, war Adams Platz. Aber Adam hat seine
Herrschaft und Autorität im Hochverrat übergeben. Dank sei Gott. Der erste Adam hat seinen Platz aufgegeben. Der letzte Adam hat diesen Platz wieder eingenommen. That's Jesus. Amen. Der letzte Adam hat ihn eingenommen. Und deswegen kann der Teufel nie mehr dort stehen und verklagen. Er kann nur noch in deinem Kopf falsche Gedanken einstreuen. Du bist unwürdig. Du bist nicht wert. Du hast versagt. Du bist ein Sünder. Im gedanklichen Bereich. Aber er kann nie mehr vor Gott stehen. Weil dieser Ort wurde gereinigt und der neue Adam nahm den Platz ein, der der alte Adam verloren hat. Deswegen wird Jesus der letzte Adam genannt. Der erste und der letzte Adam, der erste Gärtner und der letzte Gärtner. Deswegen hat was? Maria, als Jesus auferstand, hat sie den Gärtner gesehen. Und sie hat natürlich nicht den Gärtner gesehen, sie hat Jesus gesehen, aber sie dachte, es sei der Gärtner, der Friedhofsgärtner. Der Gärtner, weil es zwei Gärtner gab. Der erste Gärtner, Adam, war ein Gärtner. Ein Gärtner war ein Gärtner. Praise the Lord. Der erste Mensch war ein Gärtner, weil er hatte die Aufgabe, was? Zu bebauen, bepflanzen, zu pflegen. Den Garten Edens. Wenn du den Job hast, den Garten zu pflegen, bist du Gärtner. Stimmt? Bist du, wenn du den Job kriegst, den Garten zu pflegen, zu bebauen und zu bepflanzen, bist du nicht IT-Spezialist. Sondern du bist Gärtner. Der erste Gärtner pflanzte vergänglichen Samen. Der letzte Gärtner pflanzte unvergänglichen Samen. Maria sah den Gärtner, sie dachte, es sei der Gärtner. Es war Jesus. Deswegen gibt es den ersten Adam, den letzten Adam, den ersten Gärtner und den letzten Gärtner. Adam und Jesus. Und als Adam sündigte, beging er Hochverrat. Und an diese Stelle trat der, der ihn zur Sünde verführte. An dieser Stelle hätte Adam stehen sollen. An dieser Stelle steht heute Jesus. Das ist der Grund, weswegen der Teufel vor Gott kommen kann und anklagen kann, den Hiob, weil er das Recht von Adam erhalten hat, an diesen Ort zu gehen. Aber Jesus reinigte, gemäß Hebräer 9, diesen verunreinigten Ort. Halleluja. Und was macht er jetzt? Er sagt, Hiob, ja, ich mach's modern, 2016-17 Version, okay? Hiob, hast du Hiob gesehen? Gott, ha, dieser Hiob, der findet sich mega cool. Wir haben Kinder hier, okay? Deswegen machen wir so, yo, man. Yo, aber es ist gar nicht so cool. Weil er denkt, er sei cool, aber ich sage, er ist nicht cool. Und er wirft eins nach dem anderen hin. Sagt ihm, hey, schau mal, was passiert mit dem Hiob. Wenn du nicht mehr mit ihm bist. Okay? Schau mal, was passiert mit Hiob. Schau mal, ob er immer noch in den Gottesdienst geht. Schau mal, ob er immer noch seine Bibel liest. Wenn ein paar Dinge schiefgehen in seinem Leben. Schau mal, was er macht, wenn es nicht mehr rund läuft. Verstehst du? 2017 Version. Ganz simpel und einfach. Damit es auch die Kids verstehen. Und jetzt sagt der Herr, hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Der Teufel spricht immer noch. Okay? Hast du nicht all das, was er hat, ringsum eingehegt? Siehst du dieses Wort? Ringsum eingehegt. Was ist das? Ein Hag, ein Wall, ein Bollwerk.
Hast du nicht ihn beschützt die ganze Zeit? Und das ist die Situation. Gott hat ihn beschützt die ganze Zeit. Gott war mit ihm die ganze Zeit. Aber hör mir gut zu. Vers 10 ist ein Bild von Gottes Schutz ohne Jesus. Denn im Vers 11 sagt er, aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Der Teufel sagt immer noch, taste ihn an. Nimm deine schützende Hand weg, Gott. Und dann schauen wir, was mit Hiob passiert. Weißt du, was das ist? Was war sein Nummer 1 Problem? Hiob hatte und kannte nicht Jesus wie wir heute. Hiob hatte nicht wie wir heute Jesus, Immanuel, mit ihm permanent. Denn Vers 10 ist ein Bild von Gottes Schutz, aber ohne Jesus. Vers 11, strecke doch deine Hand aus gegen ihn, ist ein Bild eines Lebens ohne Jesus. Nun hast du gewusst, Gott hat nicht seine Hand ausgestreckt. Gott hat nicht seine Hand ausgestreckt, sondern er hat ihn in die Hand Satans übergeben. Denn wenn wir weiterlesen würden, würden wir als nächstes sehen, siehe, er ist in deinen Händen. Das ist ein Leben ohne Jesus. Hiob ist das Bild eines Menschen, der zwar gottesfürchtig ist, hörst du mir zu? Der rechtschaffend ist, Gutes tut, gottesfürchtig ist und rechtschaffen. Aber er bleibt ein Bild eines Menschen ohne Jesus. Denn Gott hat ihn, soweit er konnte, soweit es auch im Alten Testament das zuließ, beschützt. Ich habe alles, was du hast, schützend eingezäumt. Schützend eingezäumt. Hör mir gut zu. Schützend eingezäumt ist Schutz in der Zeit Hiobs. Das ist nicht neutestamentlicher Schutz. Heute sind wir unter seinen Flügeln. Heute sind wir wie Küken, die bedeckt werden. Unter der Mutterhenne. Wir sind nicht nur schützend eingezäumt, wir sind unter den Fittichen des Allmächtigen. Halleluja. Wir sind unter dem Schutz des Höchsten. Deswegen dieses neue Buch von Pastor Joseph Prince. Das Gebet des Schutzes ist so wichtig. Wird so wichtig sein. Wir haben es diese Woche wieder gesehen mit all den schrecklichen Dingen, die in Deutschland passiert sind. Wird so wichtig sein. Also es ist kein Zufall, dass dieses Buch jetzt rauskommt. Okay? Denn die Welt wird nicht besser. In der Welt wird es dunkler und dunkler. Aber das Reich Gottes wird heller und heller. Amen. Deswegen ist es kein Zufall, dass dieses Buch jetzt rauskommt. Und somit ganz wichtig, unsere nächste Buchpremiere. Aber das hier bei Hiob ist ein Bild von, er ist zwar schützend eingezäumt, aber was, wenn das Bollwerk fällt? Was, wenn der Herr nicht mehr mit ihm ist, wie bei Saul? Dann kann der Teufel antasten. Somit ist Hiob, und wenn du das verstehst, Vers 10 und Vers 11, Vers 10 ist ein Bild von Gottes Schutz, aber ohne Jesus. Und Vers 11 ist ein Bild von einem Leben ohne Jesus. Taste ihn an. Aber die meisten Leute denken heute, das kann mir heute noch passieren. Gott, wenn er will, wenn es ihm nicht mehr passt, zieht er seine Hand ab. Und dann bin ich ein Spielball und ausgeliefert. Freunde, das kann heute nicht mehr passieren wegen Immanuel.
Halleluja. Denn Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott permanent mit uns. Halleluja. Und nicht nur bedeutet Immanuel Gott immer mit uns. Der Unterschied, den du hier siehst zwischen altem und neuen Bund, vor und nach der Geburt Jesu, ist Gott nicht nur mit uns, sondern Gott ist uns auch immer nahe. Wenn Gott uns immer nahe ist, ist sein Schutz immer da. Siehst du, unter dem alten Bund mussten sie sich mit einem Opfer Gott nähern. Aber unter dem neuen Bund hat sich Gott durch Jesu uns genaht. Unter dem alten Bund mussten die Menschen opfern, um nahe treten zu können. Unter Gnade ist das Opfer uns nahe getreten. Aber ich sage dir, Immanuel, so viel Offenbarung ist da drin. Und so wichtig ist Immanuel. Nicht mehr wir treten Gott nahe, um in seiner Nähe zu sein durch unsere Opfer. Immanuel ist für uns geopfert worden, damit er uns immer nahe sein kann. Denn siehst du, das hebräische Wort für Opfern bedeutet Korban, ist Korban. Das ist das hebräische Wort. Wenn sie ein Opfer brachten, brachten sie ein Korban. Also es ist nicht ein Korb, es ist kein Früchtekorb, sondern es ist das Wort. Korban bedeutet Opferung, opfern. Und das bedeutet zugleich nahe treten. Jedes Mal, wenn sie ein Opfer brachten, ein Korban brachten, konnten sie dadurch sich nähern und nahe treten. Denn das ist, was Korban bedeutet. Im Grunde, im Hebräischen Grunde ist es sich nähern und nahe treten. Aber Gott ist uns nahe getreten durch seinen Sohn. Er kam nahe aus seiner Initiative. Er brachte uns Jesus nahe, weil er es wollte. Denn Liebe näherte sich uns. Halleluja. Hinabsteigende Liebe ist immer größer als hinaufsteigende Liebe. Siehst du all diese Unterschiede? Alter Bund, neuer Bund. Die Unterschiede sind immer vor oder nach dem Kreuz. Vor, nach dem Kreuz. Und die größten Probleme entstehen, wenn man das vor dem Kreuz nimmt und vermischt mit nach dem Kreuz. Dann entstehen die Probleme. Ja, aber du musst dich Gott nähern. Und du musst nahe treten. Und du musst immer den ersten Schritt machen. Wirklich? Das ist vor dem Kreuz. Nach dem Kreuz hat Immanuel den ersten Schritt gemacht. Ist es nicht interessant? Leute sagen, ich habe den Herrn gefunden. Hast du es auch schon gehört? Ha? Nein, es war umgekehrt. Der Herr hat dich gefunden. Nein. Ich habe den Herrn gefunden. Nein, sorry, du bist falsch. Denn der Herr muss nicht gerettet werden. Der Herr hat dich gefunden, weil du gerettet werden musst. Oh, ich habe den Herrn gefunden. Wie wenn er gerettet werden muss. Wie wenn er verloren wäre. Ich habe den Herrn gefunden. War er verloren? Du warst verloren, er hat dich gefunden. Amen. Nein, ich habe ihn gefunden. Nein, er war nicht verloren, sorry.
Wenn man das Alte mit dem Neuen vermischt, dann wird es ein Problem. Und das ist das Problem von viel von Theologie heute, die Vermischung. Der Herr hat dich gefunden. Er sandte Emmanuel. Er hat entschieden, dass er ab jetzt immer mit dir ist. Halleluja. Beginne gemäß dem neuen Bund zu denken. Das Großartige in der Bedeutung von Immanuel ist, Gott ist mit uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Gott ist uns immer nahe. Weil er mit uns ist, ist er uns immer nahe. Halleluja. Immanuel. Lass uns zusammen aufstehen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Der Herr mit uns. Ich werde dich nie versäumen, noch verlassen. Preis dem Herrn. Siehst du? Glaube macht dies alles möglich. In dem Moment, wo wir sagen, wow, Jesus, was du getan hast, für mein Leben ist umwerfend. Was du getan hast, was du dich entschieden hast für mich, ist umwerfend. Und unser Glaube an ihn lässt all das Realität werden. Amen. Deswegen wollen wir zusammen heute einfach ein Gebet miteinander sprechen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, Immanuel, Gott mit mir, ist etwas ganz Neues. Und ich möchte einfach meinen Glauben an Immanuel bestätigen. Dann lade ich dich ein, zu diesem Gebet, dass wir gemeinsam als Versammlung beten und dass du dieselbe Erfahrung machen kannst, wie viele von uns bereits gemacht haben. Der Glaube streckt sich aus und nimmt die unsichtbaren Realitäten in Empfang. Und das wollen wir heute in einem Gebet machen. Amen. Ich werde in kurzen Sätzen vorbeten. Gebt dann einen Moment Pause. Dann betet einfach die Versammlung mit nach. Und so strecken wir uns im Glauben aus. Denn ein Erlöser ist uns geboren worden. Und dieser Erlöser hat dich gefunden. Amen. Halleluja. Wollen wir zusammen beten? Amen. Lieber Vater im Himmel, danke für Immanuel. Danke, dass du mit mir bist. Jesus mit uns. Jesus mit mir. Jesus, du hast mich gefunden. Denn ich war verloren. Und Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Für alle meine Sünden und auferstanden bist und heute lebst. So hast du mich gefunden. Durchs Kreuz. Danke, Jesus. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Gott. Amen. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. That's it.
Das ist alles. Aber weißt du, was mich so freut? Dass ich Menschen heute gesehen habe, die das allererste Mal gebetet haben. Preis dem Herrn. Das ist sich ausstrecken und bestätigen, dass Jesus dich gefunden hat. Es nur anzunehmen, anzuerkennen. Halleluja. Und das bedeutet, dass wir ewiges Leben haben. Amen. Preis dem Herrn. Ewiges Leben durch Immanuel, der ewig mit uns ist. Jesus wurde geboren, um uns nie mehr zu verlassen. Amen. Preis dem Herrn. Gott ist so gut.